Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge vom Winter Resort Simulator. Ein neuer Tag hat begonnen, wir haben schon einige Gäste und einige Karten verkauft, wie man sieht, schon 611. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um unsere Gäste, dass es denen auch gut geht. Die Zufriedenheit ist, so wie sie jetzt ist, eigentlich schon ganz in Ordnung. Den Preis können wir sogar noch ein bisschen nach oben drehen. So würde es dann aber auch lassen. Man braucht die Kunden ja nicht ausnutzen. Man sieht, ich habe seit der letzten Folge ein bisschen Geld verdient. Viel ist es nicht, aber besser als nichts. Man muss sagen, man kriegt auch nicht viel Geld rein hier mit den beiden Bahnen, weil die große da hinten, der Kristall Express, ja leider kaum genutzt wird. Da stehen irgendwie fast nie Leute. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass der sich nicht so gelohnt hat. Aber, ja, konnte ja keiner wissen. Übrigens habe ich rausgefunden, dass man, desto weiter man spielt, immer höhere Kredite aufnehmen kann. Wie man sieht, könnte ich jetzt schon 1.100.000 Euro Kredit aufnehmen. Aktuell habe ich ja noch einen Kredit von 50.000, den wir jetzt mal zurückzahlen werden. So, das heißt, wir sind schuldenfrei, haben aber natürlich jetzt auch nur noch 23.000 Euro. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob wir uns jetzt noch eine andere Seilbahn besorgen. Ich glaube, kaufen können wir aber so gut wie keine mit 1 Million. Das reicht, glaube ich, bei weitem nicht. Wir können ja mal gucken, hier Investitionen. Verhalten Eckbahn 5 Millionen, Sonnenbahn 6 Millionen. Also da sieht es nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Was wir natürlich machen können, ist nochmal eine mieten. Das ist natürlich bei weitem nicht wirtschaftlich, wenn wir am Ende sowieso alle kaufen wollen. Aber um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, machen wir das mal. Ich guck mal gerade, wie viel das Ganze kosten würde. Hier Dorfbahn ist ja hier die Bahn B. Dann der Kristallexpress ist Bahn A. Dann wäre jetzt, lass mich überlegen, Bahn C die schlauste Alternative, die wir haben. Dann wäre Bahn C jetzt eigentlich das Beste. Aber woher weiß man? Ah, so, hier steht's ja. Bahn C, Falkeneckbahn, okay. Miete pro Tag, das geht sogar. Das ist gar nicht viel. Wenn wir die kaufen, zeigt uns das an. Naja, natürlich nicht. Ach so, ja, okay, klar. Zu wenig Geld. Ja, das ist ja klar. Ich nehme ja jetzt noch einen kleinen Kredit auf hier. Natürlich nicht so hoch, sondern ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir. Wir nehmen einfach mal einen auf, wenn es nicht reicht. Nehmen wir noch einen auf. Geiles Konzept, ich weiß. So, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden hier? Tilgungsdarlehen? Was soll das denn sein? Und Hä? Was? Egal, auf jeden Fall nehmen wir jetzt einfach mal einen auf. Mit einer recht geringen Laufzeit. Ich will ja nicht 4 Jahre Schulden haben. Kreditsumme 100.000 müssten bei weitem ausreichen, glaube ich. Kredit aufnehmen. So, Kredithammer. Läuft bei mir. Und dann, ich bin mal gespannt, wo die Bahn jetzt erscheint. Denn leider, wie ich schon mal gesagt habe, erscheinen die Bahnen einfach. Das heißt, Bahnen, die wir nicht haben, können wir auch nicht sehen. Ich denke aber mal, dass die hier irgendwo sein wird. Ansonsten werden wir es ja gleich sehen. Also, Investitionen. Welche habe ich jetzt gesagt? Hier Bahn C. Die Falkeneckbahn. Okay. Mieten. Okay, Übernahme ist natürlich wie gewohnt relativ teuer. Zack. So, ich bin gespannt. Hä, wo ist er denn? Hä, wo ist er denn jetzt hin? Ich hab dir doch gerade gekürft. Das würde natürlich einige Vorteile mit sich bringen, wenn man wüsste, wo die Bahn ist. Oder hat das was damit da zu tun? Mit dieser komischen Garage, oder ist die schon immer da? Ist mir zumindest bis jetzt nicht aufgefallen. Wo ist denn die? Wenn man nochmal hier auf die Karte guckt. Die müsste aber doch ungefähr bei der Sonnenhütte liegen. Da bin ich aber doch. Ach, da ist sie ja. Dazwischen noch. Ist aber alles sehr gequetscht hier.
Das ist ja mal ein Ding. Aber ich glaube, die Hauptstation ist unten, denn die Bahn sieht nicht sehr beschickt aus. Da gucken wir dann jetzt mal nach. Ist das schlauer, wenn wir uns jetzt zu unserem Auto teleportieren oder ist das weiter weg? Gucken wir mal schnell nach. Okay, das lohnt sich nicht. Hier unten steht ungefähr unser Auto. Und da ist die Bahn. Das bedeutet, es würde Sinn machen, wenn wir uns jetzt erstmal eine Piste kaufen daneben und die runterfahren. Die werden wir natürlich irgendwann sowieso kaufen, weil sonst die Bahn ja keiner nutzt. Glaube ich zumindest. Dann nehmen wir mal Piste 4. Und Piste, was soll das heißen hier? Soll das eine 8 sein? Werden wir ja sehen hier. Gucken wir mal. Wo sind die Pisten hier? Piste 1, 2, 3. Wir brauchen Piste 4 auf jeden Fall. Schon mal. Können wir die kaufen? Wenn ja, dann machen wir das. Weil ich keine Lust habe auf Mieten. Das ist immer ätzend. Wenn man sich am Ende des Tages freut auf das ganze Geld und auf einmal schwupps ist es wieder weg. Und Piste, ja, was ist denn das jetzt hier? Soll das eine 8 sein oder ein B? Ist jetzt nicht so, als würde ich auf einem 17 Zoll Monitor spielen, aber irgendwie 7B, Piste 8. Wird die hoffentlich sein, oder sonst auch noch, oder sonst noch nur eine 8? Nee, ich sehe keine. Dann muss das hier die Piste 8 sein. Kaufen, habe ich noch genug Geld? Oh, das ist aber super. Kaufen. Ich hoffe mal, dass das die auch ist. Wir hätten natürlich auch, wenn wir schlau gewesen wären, einfach auf die Karte gucken können. Die steht ja hier bei jedem Fahrgeschäft. Okay, tatsächlich, es ist Piste 8. Das ist ja gut. Dann hätten wir, glaube ich, auch erstmal alles geschafft. Obwohl, Piste 6. Ah ne, da brauchen wir ja die Piste 7 für. Okay, wir lassen erstmal alles so, wie es ist. Wieso machen wir eigentlich so viel Verluste an diesem Tag? Kann das vielleicht daran liegen, dass wir uns einiges gekauft haben? Ja gut. Wir müssen jetzt erstmal runter hier. Wo ist die Piste? Wo ist denn die? Ach, die ist hier. Okay. Kann man eigentlich nicht übersehen. Die fahren wir dann jetzt mal runter. Zack. Ach, Moment. Mir fällt gerade ein. Wir gehen nochmal raus. Die muss ja erst präpariert werden, sonst fährt man da ja scheiße drauf. Die hier. Präparieren. Die da. Präparieren. So, natürlich macht man das eigentlich nicht im Betrieb. Wir schon. Dann tun wir uns jetzt, wie gesagt, auf die Skier werfen und tun runterfahren. Ach, was steht denn hier auf dieser... auf diesem Schild? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist, glaube ich, auch neu dazugekommen. Ach, hier, okay, so ein Schild zur Übersicht, wo wir gerade vorbeifahren, weil ich zu blöd zum Skifahren bin. Aber wir fahren jetzt mal hier runter. Ich hoffe, ich verfahre mich nicht. Falls man das überhaupt kann hier. Gibt, glaube ich, auch keine Kreuzungen auf der Piste, deswegen würde ich sagen, schaffen wir das einfach mal. Ich glaube, es wäre vielleicht auch ganz cool, wenn ich mein eigenes Skigebiet bauen würde. Zum Beispiel die Zugspitze wäre vielleicht ganz geil. Das geht ja mit manchen Tools, wo man sich dann die originale Landschaft runterladen kann. Wo die Höhen und so schon drin sind. So, wir sind glaube ich aber auch schon da. Zumindest ist hier die Piste zu Ende. Ach nee, da geht's weiter. Ich bin ja vielleicht blöd, aber die ist ja noch gar nicht, die ist ja auch noch gar nicht präpariert. Die hört nämlich diese Präpariertextur auf. Deswegen habe ich mich jetzt da ein bisschen blöd angestellt. Denn hier bis hier ist präpariert und hier nicht. Ach, hier ist wieder präpariert. Na super. Das Stück dazwischen müssen wir dann wahrscheinlich irgendwann mal mit unserer Pistenraupe machen. So, ab auf die Skier und let's go.
Oh, also für eine blaue Piste geht's hier doch ganz gut bergab, würde ich mal sagen. Natürlich fährt man normalerweise auch nicht gerade, sondern immer so im Zickzack. Aber wir wollen ja zügig ankommen. Hoffentlich war das jetzt eine gute Investition. Denn normalerweise, wenn man pleite ist, will man erstmal was verdienen. Nein, wenn wir pleite sind, holen wir uns erstmal eine neue Seilbahn. Wer kennt's nicht? Dann wären wir jetzt auch schon da. Diesmal wirklich. Glaube ich zumindest. Wo ist jetzt hier die... Ach, da ist sie ja. Sehr gut. Dann tun wir die jetzt mal beschicken. Sonst können wir damit auch keinen Gewinn machen. Also, machen wir mal das Tutorial an. Beschicken. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie das Beschicken der Falkeneckbahn funktioniert. Nicht einschalten. Ja gut. Das ist ja mittlerweile Standard. So, drücke den Taster Anlage ein aus, um die Steuerung einzuschalten. Ein Teil der Bedienung erfolgt über den Touchscreen. Im Menü Parksystem müssen wir nun die Betriebsart auf Beschicken setzen. Ich glaube, irgendwann kann ich den Text auswendig. Beleuchtung Bahnsteig machen wir an, okay. Sehr gut, nun müssen wir die Weiche in der Bahnhofsausfahrt einschwenken, damit die Kabinen aus dem Bahnhof auf die Strecke fahren können. Okay. Ach, das geht von da. Ach so, okay. Weiche beschicken. Als nächstes müssen wir den Bahnhof startklar machen. Öffne das Tor und schalte den Bahnhof ein. Zack, Tor ist offen. Tür brauchen wir auch nicht. So, schalte das Licht am Bahnhof ein. Stell den Schalter Steuerspannung auf die Stellung ein. Zack. Boah, sind das viele Gondeln hier. Sind, glaube ich, einiges mehr als bei den anderen Bahnen. Ist aber auch nur so ein Sessellift. Oder wie die auch heißen. So, bewege den Schalter Weiche W2 nach rechts. Dann wieder nach da hinten. Das ist ja vielleicht ein Rumgerenne, wenn man diese Bahn hier bedient. Bewege den Schalter Weiche W5 nach links. Der Bahnhof ist jetzt fertig vorbereitet. Nun können wir die Bahn also in Betrieb nehmen. Okay, das ging aber schnell. Anwurf. Drücke den Taster Quittieren Betrieb, um alle Abschaltungen auf der Hauptbahn zu quittieren. Okay. Klick. Und dann starten wahrscheinlich, ne? Drücke den Taster Starten. Okay. Man hört, es klingelt. Die Bahn läuft nun. Jetzt schicken wir die ersten Sessel auf die Strecke. Gleich danach müssen wir den ersten Sessel markieren, damit ein Signalton ertönt, wenn er in der Stahlstation ankommt. Genau, das kennen wir auch schon. Von wo machen wir das diesmal hier? Okay. Von hier drinnen. Okay. Start. Dann von wo müssen wir den jetzt markieren? Okay, von da. Okay, dann. Drücke den Taster Fahrzeug markieren. CIS. Okay. Gute Arbeit, der erste Sessel ist jetzt mit CIS markiert. Sobald er in der anderen Station ankommt, ertönt ein Warnton. Sobald der erste Sessel wieder in der Talstation ankommt, ertönt ein Warnton. Wenn er dann bis zur Weiche vorgefahren ist, bleibt die Bahn automatisch stehen. Das ist ja praktisch, dann können wir nicht so viel falsch machen. Sobald alle Sessel das mittlere Gleis verlassen haben, müssen wir die Weiche W4 einschwenken, um die Sessel vom dritten Gleis zu holen. Okay.
Das ist nämlich wieder ein bisschen mehr Arbeit, habe ich gerade gemerkt, weil die nicht so automatisch abläuft. Denn manchmal ist das ja eine ganze Reihe und hier müssen wir die Weichen halt einzeln stellen. Okay, kein Problem. Nun haben alle Sessel das mittlere Gleis verlassen. Jetzt müssen wir die Weiche einschwenken und die Sessel vom dritten Gleis starten. Okay, wo machen wir das? Ach, da ganz hinten. Na super. Macht mir ja sogar noch was Sport hier. Bewege den Schalter Weiche W4 nach links. Okay. Hier warten schon die ersten Gäste. Ich hoffe mal, da kommen auch noch ein paar. Denn mit den 5 Leuten hier lassen sich die Schulden nicht so gut bezahlen. Auf den ersten Sessel warten. Okay, ich stelle mich jetzt mal hier in die Seite. Und lasse das Ganze mal was schneller ablaufen. Viel Spaß. Da sieht man auch schon den ersten Sessel wieder ankommen. Wunderbar, dann geht's jetzt weiter. Genau, man hört schon klingeln. Der erste Sessel ist wieder da. Lass die Bahn nun so lange weiterfahren, bis sie von alleine stehen bleibt. Okay, also heißt es auf Deutsch, wir machen gar nichts. Diese Förderbandtechnik finde ich ganz interessant hier. Und wenn man sich dann hier hinstellt und direkt kommt der Sessel von hinten angefahren, stelle ich mir ganz cool vor. So, der erste Sessel ist wieder da. Ach, das habe ich ja schon gelesen. Sobald die Bahn steht, können wir wieder auf Normalbetrieb umstellen, okay. Die Bahn steht ja, dann können wir das ja jetzt machen. Weiche beschicken, ausschwenken, okay. So. Steuerspannung auf 0. Wie ich immer so schön sage, wir wollen ja keinen Strom verbrennen. So, Beleuchtung Bahnhof aus. Gut gemacht. Schließe nun das Tor und begib dich zurück in den Kommandoraum. Gerne. Drücke die Taste Parksystem auf der Visualisierung. So, beschicken rausnehmen. Das ist ja von den anderen Seilbahnen schon bekannt. Sehr gut. Nun wird die andere Station auf besetzt gestellt. Dazu müssen wir den Bediensteten anrufen. Gerne, das kennen wir aber auch schon hier. Telefon, Station besetzen und dann wieder auf das X. Die Anlage befindet sich noch im Servicebetrieb. In dieser Betriebsart dürfen keine Fahrgäste befördert werden. Stelle nun die Betriebsart um. Okay, das ist mal wieder. Hier Fahrgastbetrieb. Warten wir noch auf das Tutorial. Sonst sind wir mal schnell. Okay, Fahrgastbetrieb können wir drücken. Fast geschafft. Nur noch die Bahn anfahren und schon kann der Skitag beginnen. Ja, das hoffe ich auch. Wir machen nämlich nur recht wenig Gewinn, aber immerhin machen wir Gewinn. Das ist schon mal gut. So, Betrieb quittieren. Und dann müssen wir, glaube ich, starten. Müssen wir nicht noch oben bestätigen? Ach so, macht der. Okay. Sobald der Bedienstete in der anderen Station das Anfahren bestätigt hat, geht es los. So, Falkeneckbahn Wartezeit zu lang. Warum das denn? So viel stehen da doch auch nicht. So, sobald der Bedienstete, das habe ich doch schon gelesen, bin ich komplett dumm? Um Kosten zu sparen, solltest du die Bahn nicht immer mit voller Fahrgeschwindigkeit betreiben. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder einen runterstellen. Das ist ja genau nichts Unbekanntes. Auf 4,5. Wir dürfen nicht vergessen, den Zugestiegsbereich noch auf den Fahrgastbetrieb vorzubereiten. Die sind doch schon längst am Fahren. Also,
Stell die Absperrung im Einstiegsbereich auf 1. Okay. Die Leute sind zwar schon längst durchgegangen, aber warum nicht? Gute Arbeit. Du hast die Bahn soeben erfolgreich bestickt. Sehr gut. Stimmt, wir kriegen ja jetzt noch 10.000 Euro. Habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich praktisch. Wir können aber hier das Licht noch ausmachen hier drin. Ich finde das über den Touchscreen eigentlich cooler, wenn man da genau weiß, was man einschaltet. So, Beleuchtung, Wartebereich. Macht aber am Tag eigentlich weniger Sinn. Deswegen lassen wir das bleiben. So, aber ich glaube, die Fahrgeschwindigkeit können wir sogar noch was runterschrauben. Denn so viele Leute sind ja wirklich noch nicht, dass sich das lohnt. 3,5 Meter die Sekunde. Dürften für uns auch reichen. Okay, sehr gut. Gibt es hier eigentlich eine eigene Kasse? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist dann, denke ich mal, die Kasse, die auch bei den anderen Bahnen steht. Die ist ja ungefähr hier. So, was wir jetzt aber mal gucken hier. Die Zufriedenheit ist ein bisschen gesunken. Aber nur bei den Pisten. Denn die Seilbahn ist bei 100%. Das ist ja sehr gut hier. Seilbahnen, alle gut bewertet. Bis auf die Falkeneckbahn, da fehlt ein Stern. Aber das liegt doch daran. Was? Fahrten heute 60? Ja, das sehe ich aber anders. Und die Wartezeit ist auch lang. Man sieht mal wieder, viele Leute werden gar nicht angezeigt. Obwohl ich die Skifahrerdichte, beziehungsweise die angezeigten Skifahrer auf maximal habe. Deswegen stellen wir jetzt doch nochmal was schneller. So. Müsste gehen. Was sagen die jetzt? Ah ne, hier muss ich hin, bei Seilbahn. Wartezeit 4,4. 4,3. 4,2. Okay, die nimmt auf. Okay, die Wartezeit nimmt ab. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Dann können wir jetzt auch mal nach oben fahren damit. Müssen wir das jetzt wirklich selber machen? Ah ne, es geht runter. Sehr gut. Dann fahren wir mal nach oben mit unserer eigenen Bahn. Obwohl es ja eigentlich gar nicht unsere eigene ist. Und dann sind wir jetzt auch da. Geschwindigkeit stellen wir mal wieder auf normal. Und genießen mal die erste Fahrt in unserer neuen Seilbahn. So, müssen wir jetzt aussteigen? Ja, wäre sinnvoll. So, hier finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, dass die Seilbahnen alle so auf dem Haufen geklatscht sind. Denn gehen wir mal davon aus, uns würde nur die hier gehören, dann wäre da direkt nebenan ja die Konkurrenz. Also ich fände es besser, wenn die alle ein bisschen näher verteilt wären. Aber okay, es gibt ja noch mehr als genug andere Skigebiete, die man sich runterladen kann als Mod oder halt auch selber erstellen. Werden wir vielleicht auch nochmal machen, ich weiß es nicht, je nachdem. Dann können wir das Video auch schon mal beenden. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere gerne meinen Kanal, wenn du nichts mehr verpassen willst. Dann bis zum nächsten Video und ciao!